Und da sind wir wieder bei der netten, toten, untoten Frau. Ja, und wir müssen hier immer noch rausfinden, wo denn unser Diamant ist. Was heißt eigentlich unser Diamant? Elaines Diamant natürlich. Also fragen wir doch mal direkt, wo dieser schöne Diamant steckt. Wo ist der Diamant für deinen Ring? Er ist weg. Er hat ihn genommen. Wer hat ihn genommen? Mein Liebling. Mein Honigkuchen. Mein Knuddelduddel. Mein LeChuck. LeChuck ist dein Knuddelduddel? Er brach den Diamanten während der Totenfeier aus seiner Fassung. Ach, was war ich nur für ein Dummkopf. Er sagte mir, er wolle kurz hinausgehen, ein wenig frische Luft schnappen. Knuddelduddel, hallo. Wer möchte denn bitte so von seiner Freundin genannt werden? Knuddelduddel, oh Gott. Ja, was haben wir denn hier noch? Ja. Was ist mit dem jungen Mann geschehen, den du so sehr mochtest? Nun, das letzte Mal sah ich Charles, als er im Hotel eincheckte. Ja, da braucht man ja nur 1 und 1 zusammenzählen. Das wird wahrscheinlich der auf dem Bett oben sein. Der Charles. Ja, wo hat er denn den Diamanten hingebracht? Wenn du nichts brauchst, kann ich deinen Verlobungsring haben. Ja. Wo hat LeChuck den Diamanten hingebracht? Der Prolet! Der Unhold! Er hat ihn den Schmugglern der Totenkopfinsel verkauft. Es ist so erniedrigend. Ich könnte mich zu Tode ärgern. Okay, also auf einer Totenkopfinsel. Und vielleicht könnte ich den Verlobungsring haben? Wenn du ihn nicht brauchst, kann ich deinen Verlobungsring haben? Dieser Ring bleibt an meinem Finger, bis ich einen Ehering habe, um ihn zu ersetzen. Okay, ich kann, glaube ich, jetzt 1 und 1 zusammenzählen und wir brauchen nur den Toten da oben im Hotel irgendwie hier hinunter befördern und dann sind die halt wieder herzallerliebst und wir bekommen ihren Ring. So. Gehe ins Licht? Nein. Obwohl? Nein. Wird doch spannend. Nein. Na gut. Geh ins Licht! Wenn es nur so einfach wäre. Ich fürchte, ich kann diese Gruft nie verlassen, bis ich heirate. Bist du vergeben? Ja. Natürlich. Hier. Sogar verlobt. Eine Schande. Du hast wirklich schöne Augen. Schluck. Na gut, wie kommt man denn hier raus? Vielleicht hat er einen Tipp. Wie komme ich aus dieser Gruft heraus? Es gibt für keinen von uns einen Weg aus dieser Gruft. Ich muss in diesem einsamen Grab spuken, bis ich einen Mann heirate, den ich wirklich liebe. Und du kommst nicht raus, weil die Tür abgeschlossen ist. Hihihihihi. Das hätte sie jetzt noch machen müssen. Na gut. Das ist mir eine Spur zu unheimlich. Ich gehe. Alles klar, also hier hinten haben wir unsere Tür, mit der ich noch nicht so recht weiß, was ich da anfangen soll. Vielleicht können wir ja mit dem Brecheisen da was machen. Da ist die Tür. Brecheisen, Brecheisen, Brecheisen. Wir haben doch ein Brech da. Probieren wir es mal aus. Vielleicht ist das Schloss ja marode oder so. Wer weiß. Selbst mit dem Brecheisen kann ich das Gitter nicht aufhebeln. Alles klar. Dann müssen wir irgendwie... Oder irgendetwas mit dem... Totengräber anfangen. Schauen wir mal. Gehen wir mal nach da, gucken dann nochmal durch. Good soup is food. Ja. Meistersuppe. So, wir können ja mit dem quatschen bestimmt. Hey, Mister! Hilfe! Was? Mister! Wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord, den alten Totengräber? Da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppegruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ihr verrückten, langhaarigen Belger mit eurer Barockmusik. Habt mich einmal reingelegt. Schämt euch. Ein zweites Mal und ich müsste mich schämen. Okay, also, ja. Das ist kein fauler Trick. Ich bin wirklich in dieser Gruft eingeschlossen. Ich habe eine spezielle Mixtur getrunken, die mich in ein Koma fallen ließ.
Als man dachte, ich sei tot, hat man mich in diese Gruft gebracht. Ja, das stimmt. Das haben sie im Roman Tausch nie dein Essen mit einer Leiche gemacht. Wenn ihr Kinder euch mal was Originelleres einfallen lassen würdet, könnte ich euch vielleicht glauben. Komm und sieh durch den Spalt. Oh, sicher. Ich drehe der Tür den Rücken zu und ihr diebischen kleinen Ganoven schleicht euch von hinten an mich und fesselt mich. Ich habe alles über eure unheimlichen Tricks in meinen Horrorromanen gelesen. Also nichts da. Okay, also der Typ ist krass drauf halt. Irgendwie mit Horror und Romanen und ja, alles, was irgendwie Gespensterkrams ist. Du musst Horrorromane ja lieben angesichts dieser Sammlung. Geschichten aus dem Reich der Toten zu lesen, hilft mir, mich von meiner Arbeit abzulenken. Ah ja. Cool. Warum verschwendest du dein Geld für solch einen Schund? Wenigstens benötigt mein mieser Schund keine Tausende von Mark teure Hardware. Das sehe ich ein. Aber Euro. Aber stimmt. Guter Einwand hier. Probieren wir es halt nochmal hier. Hier. Lass mich aus dieser Gruft heraus! Okay. Diesmal falle ich auf eure Tricks nicht herein. Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen. Gut, dem kommen wir also nicht. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel Spaß noch. Dem kommen wir also nicht irgendwie bei. Man muss doch. Warum kann ich man... komme nicht dran. Die Lampe? Ich komme nicht dran. Ja. Nochmal mit dem Skelettarm. Also dran. Damit komme ich an die Laterne ran, aber ich kann sie damit nicht greifen. Okay, also wir kommen da ran und was haben wir denn hier? Kleister. Boah. Hey, cool. Wunderbar. Jetzt vielleicht? Jawohl. Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? Haha. So, und der Gute. Der. Moment mal. Haha. Der Gute. Mary, zeig, was du kannst. Steht ja so auf Horror, der Gute. Okay. Oh. Sehr gut. Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar, warte, ich komme. Gute Arbeit, Mary. Ich war schrecklich, nicht wahr? Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Da, sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Wie Mary einfach mal direkt wieder übertreiben muss. Sie ist nutzlos jetzt, wo sie leer ist. Alles klar. Hier haben wir ja, glaube ich, dann... Haben wir jetzt wirklich... Na, zurück. Nochmal durch den Spalt gucken. Ich will nichts vergessen haben. Kann ja sein, dass ich irgendwie das Buch oder so... Vielleicht muss ich... Hab ich den Kleisterarm noch? Ja. Muss ich, hier... ich komme nicht dran. Okay, sonst haben wir... Ich komme nicht dran. Ich komme nicht... Ich komme nicht dran. Jo, alles klar. Gut. Ja, jetzt ist die noch hier. Jetzt auf jeden Fall versuche ich das. Was ich machen wollte. Und zwar gehen wir jetzt schön hoch. Wieder ins Hotel. Und werden uns da den Burschen schnappen. Und den hier runter... Oh mein Gott. Seht ihr das, was hier passiert ist? Was dieser Stan schon wieder gemacht hat? Was er schon wieder aus dieser Gruft gemacht hat? Versicherung. Nun, Mary, bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Mary? Wo ist der hin? Oh, der Schädel ist weg. Mary! Ist sogar beleuchtet jetzt hier. Unglaublich, dieser Stan.
Naja, wir werden den ja rückwirkend nochmal in Monkey Island 1 und 2 kennenlernen. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin in 1. Doch, da hat er uns das Schiff. Ich verrate nichts. So. Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Keiner. Menschen wie ihr verdienen es nicht, eine gute Geschichte zu hören. Genau. Übrigens, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ob ich das Schild und die Tarotkarten auch einstecken kann, weil... Ich will nicht, dass sie wütend auf mich wird. Ich meine, man kann ja sonst alles nehmen, was hier irgendwie, ne, immer so gekennzeichnet ist. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Yeah, der Running Gag. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Der Running Gag aus den Monkey Island Teilen. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Was eigentlich? Können wir den Spiegel vielleicht auch nehmen? Ja. Ich hab jetzt den Spiegel genommen, oder was? Ja. Hast du gerade meinen Spiegel genommen? Oh nein! Nö. Du lügst, nicht wahr? Nö. Ja. Verdammt. Leg es zurück. Schon gut, schon gut. Nein. Meine Güte, was für ein Nörgler. Was war das? Nichts. Moment. Können wir das da irgendwie vielleicht... Warte mal, erstmal den Spiegel rausnehmen. Und jetzt einfach das da rein. Du hast gerade den Spiegel geklaut, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Er ist da, sieh nur. Oh. Sieht aus, als hättest du recht. Oh, Junge. Ja, klar. Ich beginne alt auszusehen. Kommt von all dem Saufen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Kommt von all dem Saufen, mein Junge. Ja, mag sein, mag sein. Oh mein Gott, ey. Jetzt haben wir einen Spiegel. Der Spiegel bringt uns vielleicht weiter am Leuchtturm oben. Weil ich meine, wir brauchen ja einen Refraktor. Heißt das überhaupt Refraktor? Laber ich nicht gerade irgendeinen Dünches? Nee, ich meine, es heißt Refraktor. Reflektor? Refraktor? Kann auch sein, dass ich gerade irgendwie Refraktor-Teleskop dran gedacht habe, weil das ist auch eins meiner Hobbys. Zugenageltes Loch, Skelett. Ja, ich denke mal, damit kriegen wir das jetzt hin, oder? Oh Gott. Oh mein Gott. Why the hell? Und jetzt? Ich kann von hier aus die Gruft der Meistersuppe sehen. Okay, also, ja, dann, ich denke mal, wir müssen die Nägel wieder rausmachen, sodass der Typ da abwärts sollte funktionieren, oder? Jo. Wuhu, da oben fliegt er. Oh, mit Fallschirm. Also, beziehungsweise Bettdecke. Hallo, ich bin zu Hause. Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht reinkommen hören. Ich habe gerade... Charles de Goulash? Bist du's wirklich? Minnie, es ist so lange her. Der hat nur ein Charles, Auge. Das ist es. Das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich? Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles, du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich liebe dich, Mini-Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Oh, aber Charles, das gehört sich nicht. Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Mini. Oh!
Heirate mich. Oh ja, Charles, ja, tausendmal ja. Dann küss mich, mein Herz. Klapper, klapper. Warum hat die noch Lippen gehabt? Habt ihr den Engel im Hintergrund gesehen? Huch. Ja gut, dann können wir jetzt die Fassung hier nehmen. Und sind schon mal ein ganzes Stück weiter. Die Meister so im Engel hier. Was ist eigentlich mit dem Sarg? Morbide. Morbide? Ah, der Gedenkkranz aus Gurken. Geschmackvoll aus, gemacht. Nein, aus Karotten ist super. Können wir den mitnehmen? Nein. Warum nicht? Das Käserad ist auch nicht kleiner und wir nehmen jetzt auch das... Ah ne, wir konnten das Käserad ja nicht mitnehmen. Verdammt. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Es poltert hier überhaupt die ganze Zeit.